but arbeitet hart, nämlich wirklich mit Halbschuhen, mit solchen Hosen. Man wurde natürlich auch durch Wasser gegangen, da wurde gar kein Wert drauf gelegt, ob man jetzt nasse Füße bekam oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Sie sehen, die Hunde sind eben hier nicht angeleint, man arbeitet frei mit den Hunden. Deshalb sind immer zwei, drei Leute um die Hunde herum. In Holland existiert die Gruppe Stiftung oder Stichting Friedenspfanne-Otterhund. Das heißt, also es sind deutsche, holländische Otterhund-Freunde, die sich zusammengeschlossen haben, um die Rasse zu erhalten. Gegründet wurde das Ganze 1981, wurde dieser Kennel gegründet, aus dem auch die ganzen holländischen Otterhunde stammen. Der Urstamm ist natürlich aus England herüber. Das heißt, für die ist das alles etwas Neues. Was für die Hunde natürlich ja auch eine Rolle spielt, warum die so ein bisschen komisch rumlaufen. Hier sind Windeln mit dem Rasen und das fliegt eben natürlich. Das heißt, dann führen sie auch schon mal ein bisschen außerhalb. Wir werden jetzt sehen, dass die Hunde alle einzeln rausgerufen werden aus dieser Meute. Selbstverständlich hat jeder Hund seinen Namen. Und ist jedem auch persönlich bekannt. Das heißt, die Hunde müssen auf ihren Namen hören, kriegen Leckerchen und gehen dann wieder zur Meute zurück. Nimm rum! Nimm rum! Geh mal da vorne rüber. Oh, der hat mir seinen abgehauen. Thank you.
das die ganze Zeit nur durch die Kamera schwarz weiß. Sieht das die ganze Zeit jetzt nur schwarz weiß, weil die Kamera, wenn man aufzeichnet, nur schwarz weiß. Was für Dinge? Auf? Hammer ist der Akku in der Weg. Wechseln wir mal. Komm. Mach mal den Boden. Kamera ab. Wie geht's? Das Problem mit einem Freund, das geben wir denn mit.
Aber das macht nicht mehr. Also im Prinzip ist es doch beruhigend, sowas zu sehen. Und was machst du da eigentlich so? Probier auch Bio zu studieren. Ja, das ist nicht viel, ne? Ja, ich kann das jetzt machen. Du bist schon dran. Ja. Was kostet das?